Hallo, ich bin Manfred. Ich sehe nicht nur super aus, ich bin auch noch total klug und ich erzähle es wahnsinnig gern. Also, ich bin zwar eine Stoffratte, aber ich kann sprechen. Logis, das hörst du ja. Und ich bin ab jetzt dein allerbester Freund. Da kannst du gar nichts gegen machen. Okay? Hallo, hallo, na? Na, wie geht es dir? Geht's dir gut? Also, mir geht das super. Wir haben Sommer. Das Manneleinchen ist glücklich und es hat Ferien. Das heißt, die kleine Ratte ist unterwegs. Ich darf am Wochenende zu Oma Renate und ich darf dort übernachten. Ist das nicht super? Ich freue mich total. Oh, das wird klasse. Ja, sie freut sich schon und ich freue mich schon auf meine Oma. Das ist so klasse. Ich kriege das immer so ein bisschen durcheinander. Also ich glaube, am Freitag fahren wir hin und dann werde ich da gelassen und am Sonntag bin ich da und am Sonntag holt Tilly mich wieder ab mit Annika. Oh, das heißt, ich habe 2 Übernachtungen und ich habe den ganzen Sonntag mit meiner Oma und den Freitag. Oh, das ist ganz toll. Oh, da freue ich mich drauf. Ja, und wisst ihr, was ich jetzt gerade mache? Ich packe schon mal meinen Koffer. Das ist ja ganz wichtig, ne? Also ich habe schon einiges drin. Ich guck mal, kann ich euch schon mal erzählen? Also ich habe mein Malbuch eingepackt, ist ja klar, ne? Was soll man ohne Malbuch machen? Ich habe eine Wasserflasche drin, Hosen habe ich drin, ich habe ein Gusseltier, ich habe ein Kopfkissen, ich habe Bettlaken, super. So, was brauche ich denn noch? Also, ja, einen Tusskasten. Hallo, wo ist denn mein Tusskasten? Da. So, der Tusskasten muss auch rein. Und Turnschuhe brauche ich. Oh, hoppeli, 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 wo habe ich denn meine Turnschuhe? Da, guck mal. Die muss ich reinpacken, guck mal. Eine Angel? Ich brauche eine Angel, Leute. Ich muss unbedingt eine Angel einpacken. Nee, wo ist denn meine Angel? Ja, sehr schön, da habe ich sie doch. Wollen Sie, neben dem Buntstift packe ich das mal ein. Ja, dann brauche ich unbedingt... Mein Mensch, ärgere dich nicht so viel. Ah, wo ist mein Mensch? Ärgere dich. Oh, das war die Angel. Ei. Hier, ah, guck mal, da ist mein Mensch, ärgere dich nicht so viel. Und daneben liegen die Karten, die nehme ich auch noch mit. Ist überhaupt kein Problem. Habe ich eigentlich Hosen und eine Jacke eingepackt? Ach, einfach rein damit. Das brauche ich alles. So, und wenn ich jetzt so mal bin, T-Shirts. 12 T-Shirts, reicht das? Klar. So, oder noch eins. Ach, pack mal rauf. Das geht gut, die T-Shirts. Mein Malbuch. Dann brauche ich aber für den Tusskasten noch Malpapier, ne? Malpapier. Hier, da habe ich mein Malpapier. So, richtig schön groß. Die Wasserflasche habe ich da untergepackt. Das ist gut. Der Mist ist ja, ich darf keine Schokolade mitnehmen. Jetzt denke ich die ganze Zeit, ob ich vielleicht Oma Renate überreden kann. Weißt, die macht ja so viel für ihr Manneleinchen. Und wenn ich ganz lieb bin, dann backt sie mir vielleicht eine kleine Schokotorte. Ah, oh, wisst ihr, was sie immer macht? Oh, das liebe ich. Das ist so eine Kekstorte. Da packt sie so diese Zähnchenkekse, kennt ihr die? Die packt sie immer rein und dazwischen ist immer so Schokoladenmasse. Und dann kommt das in den Kühlschrank und dann ist diese Schokoladenmasse fest. Und wenn man das denn so isst, dann kann man die Schokoladenmasse so lutschen. Oh, ich muss Oma unbedingt anrufen. Die soll mir unbedingt das machen. Habe ich eigentlich einen Ball eingepackt? Weiß ich jetzt auch nicht. Da. Meine Badeente, Badeente, wo bist du denn? Ja, Badeente, Sonnencreme. Leute, Sonnencreme. Fahrt ja nicht ohne Sonnencreme. Ja, dann brauche ich auch eine Sonnenbrille. Ob ich mein Skateboard noch in den Koffer kriege? Oh, ich bin sicher. Ich bin sicher. Elsa! Elsa! Kennt ihr Elsa eigentlich? Elsa ist meine Giraffe. Das ist so eine Plüschgiraffe. Die hat Annika mir mitgebracht. Oh, die habe ich ganz gerne. Und die kriege ich aber auch nicht mehr rein in dieses Scheißding hier. Ach, wo ist denn mein Ersatzhut? Den muss ich auch noch. Flipflops brauche ich noch. Oh, ich werde wahnsinnig. Und meine Kusseldecke und die Bettlaken sind ja auch noch nicht drin.
Eieiei, Schlafanzug, ich brauche einen Schlafanzug. Tilly! Tilly, ich darf das nicht. Oh, guck dir das mal an, das Chaos. Ich krieg das nicht. Guck mal, ich sitze jetzt hier auf dem Koffer. Ich versuche das Scheißding zuzumachen. Ja, das geht doch nicht. Oh, sag mal. Ja. Weißt du, was ich vergessen? Ne? Ja, ich habe vergessen, Pflaster einzupacken. Hol mal Pflaster. Hol mal Pflaster. Wozu brauchst du Pflaster? Falls mir was passiert. Pass mal auf, mein Schatz. Also, ja. Was guckt denn eine Angel? Du fährst zu Oma Renate. Ja, wer du weiß, was wir da machen. Oma Renate hat dich ganz toll lieb. Die freut sich schon. Glaub mir, die hat alles zu Hause. Ja, aber keine Angel. Wir können auch anrufen, ob sie vielleicht sogar eine Angel zu Hause hat. Das weiß ich nicht. Aber die ist pfiffig. Weißt du, manchmal bastelt sie auch was. Das finde ich immer so toll. Ja, klar. Ja. Die kann... Manni, nein, du brauchst hier gar nicht, das sieht aus, als wenn du irgendwie was in der Welt, wann eine Weltreise machen willst. Das ist eine Weltreise. Zu Renate. Ja, sehr cool, ich muss das mit dem Fahrrad fahren. Ich fahre da 20 Minuten mit dem Auto hin mit dir. Ja. Und das noch, was ist das noch? Und ja, hier, guck mal hier. Ja, und dann habe ich auch den Ersatzball mitgenommen. Wieso denn den Ersatzball? Ja, falls der erste Ball kaputt geht. Das weißt du doch nicht. Manni. Du weißt doch nicht, ob das kaputt geht. Dann bin ich gerade schön mit Oma Renate am Beispiel und plötzlich geht das kaputt. Ja. Und du glaubst nicht, dass Oma Renate dann schnell einen neuen Ball zum Beispiel kaufen kann? Ja. Pass mal auf, mein Süßer, weißt du, was ich glaube? Ja. Du bringst dich jetzt so richtig in Stress und richtig so in Stimmung, ne? Ja. Und dahinter steckt, das kenne ich bei Kindern, aber kenne ich bei manchen Erwachsenen, dass wenn die ihre gewohnte Umgebung verlassen, also wenn du weißt, du musst jetzt bei, oder darfst bei Renate dann übernachten, dann kommen irgendwie so plötzlich so ein bisschen Unsicherheit und Ängste hoch. Aber das heißt, ich freue mich doch auf Oma Renate. Und das ist das Wichtigste. Und deswegen kannst du auch davon ausgehen, weil Oma Renate dich liebt, dass dir da auch nichts passieren wird. Und wenn du irgendetwas brauchst, wenn du irgendetwas vermisst, dann wird Oma Renate unter Garantie da sein und dir das dann besorgen oder mit dir irgendwas anderes machen. Du kannst dich ganz, ganz beruhigt und ganz entspannt auf Oma Renate freuen. Ihr werdet richtig viel Spaß haben. Weißt du? Ja. Ne? Also du brauchst nicht diese ganzen Sachen, wenn du willst. Ist ja noch ein bisschen Zeit, ne? Sind ja noch ein paar Tage. Ja. Dann gehen wir beide das nochmal ganz in Ruhe durch. Ja. Und dann überlegen wir, was brauchst du wirklich und was brauchst du nicht. Und wenn wir unsicher sind, dann fragen wir Oma Renate, ob sie das wieder sogar zu Hause hat. Ja. Was hältst du davon? Das finde ich gut. Ja. Weil sie hat schon gesagt, sie freut sich. Und freut sich, dass wir beide in den Park gehen können. Mhm. Weil da kann man schön spielen. Und dann hat sie gesagt, sie hat Überraschungen für mich. Ja, das ist und dann hat sie gesagt, sie will mir was Lustiges nähen. Siehst du? Und dann hat sie gesagt, sie zeigt mir, wie man Perlenketten macht. Oh, das macht sie nämlich ganz toll. Ja. Sie macht doch so tollen Schmuck. Ja. Und da habe ich gedacht, vielleicht kann ich so irgendwas für Annika basteln oder so. Und mit Oma Renate bastel ich doch so gern. Mm. Und ich singe so gern mit Oma Renate. Guck mal, das sind die weiß so viele Lieder. Manilein, das sind alles Sachen, da brauchst du nichts für. Da brauchst du nur gute Laune, da brauchst du Oma Renate. Ja. Und die hat alles so. Und das Schönste ist so, dass ihr beide richtig Zeit füreinander habt. Ja, das finde ich auch weißt richtig du, so super. Richtig, ihr könnt die ganze Nacht könnt ihr quatschen, könnt ihr Spaß machen. So, da brauchst du nicht die ganzen Sachen mitnehmen. Sie will ja auch, sie hat gesagt, am Montag war sie im Bucerius-Haus. Das ist hier in Hamburg so ein Museum. Museum, da war ich mit ihr auch so mal drin. Die haben immer so tolle Bilder. Mhm. Und da hat sie gesagt, da hat sie für mich zwei Postkarten gekauft. Oh, schön. Von schönen Bildern. Und dass sie mir erzählen will, was für tolle Bilder das sind. Das ist alles toll. Die macht ganz, ganz viel. Und weil die ja so gerne malt, das war es ja, Renate auch. Dann wird dich das auch interessieren. Also, ich kann mit ihr richtig gut darüber sprechen, wie man Bilder malt. Guck. Da hat sie ganz viel Ahnung und das finde ich ganz toll. Und wenn ich dich jetzt so angucke und wenn ich dich jetzt so anhöre, dann merke ich, dass du schon so ein bisschen ruhiger geworden bist. Ich glaube wirklich, man nennt das so ein Panikanfall, dass du plötzlich ganz so Angst bekommen hast und denkst, du musst alles haben, damit auch
die Reise zur Marinade und der Aufenthalt ganz toll und ganz sicher wird. Ja. Und jetzt merkst du, das Wichtigste bei so einer Reise zu seiner Oma ist, dass man Zeit mit Oma verbringt. Ja, da hast du völlig recht. Ja. Das ist nicht der Koffer, sondern das ist Oma. Nee. Und alles andere, was du jetzt so eingepackt hast, das ist eigentlich nur schwer. Du kriegst den Koffer nicht mehr zu. Ja. Und du weißt ja, in 14 Tagen, da fahren wir ja mit Annika, wir drei zusammen an die See. Ja, an den Strand. An den Strand. Manni darf an den Strand. Ja, das und wird das er Größte. Liebt das. Oh, ja. Die kleinen Zehen in den Sand. Und genau das habe ich jetzt überlegt, damit du auch ein bisschen Spaß hast, ein bisschen runterkommst. Machen wir einfach, wir beide in unseren Köpfchen, in unserem Kopf, machen wir jetzt schon mal so einen kleinen Mini-Ausflug in Gedanken an den Strand. Was hältst du davon? Oh, an den Strand, das mache ich gern. Ja. Wir haben schon mal eine Traumreise gemacht, da waren wir an der Nordsee. Mhm. Weißt du das noch? Da hast noch? Du noch so ein Segelbötchen gesehen, das weißt du noch. Ja, ich habe noch, glaube ich, eine kleine andere Idee. Ja, das ist toll. Wollen wir wieder aufs Sofa gehen? Ja, oh ja, ja. Oh ja. Okay, oh, dann komm mal mit. Oh, ich lieb das. Ja. Also irgendwie finde ich das schön. Ich mache das gerne. Genau. So, guck mal, ich liege jetzt so ein bisschen. Liegst du schon so? Ja. Schön. Bist du so, was, das ist dir ganz bequem gemacht? Ja, guck mal, auf meinem Lieblingskissen. Genau, und das tut dir nichts weh? Nein. Und du kuschelst dich so ein bisschen dein Kissen ein? Oma Renate hat auch gesagt, sie hat ein Kuschelkissen für mich. Siehst du, dann brauchst du gar kein Kissen. Und wenn wir abends, wir werden ein bisschen Fernsehen gucken, hat sie gesagt, dann kann ich neben ihr auf dem roten Sofa liegen. Und ich kann auf dem roten Sofa schlafen, ich kann aber auch im Bett schlafen. Sie hat ein Bett. Siehst du, das kannst du dir auch so überlegen. Ja. Aber wir beide machen jetzt mal in unseren Gedanken schon mal ein bisschen Urlaub. Ah, ja. Ja. Und stell dir vor, du bist jetzt schon an deinem Lieblingsstrand. Ja. Und du läufst barfuß über den Strand. Spürst du den weichen, den warmen Sand an deinen Füßchen? Ja. Oh, ist das schön. Wie fühlt es sich an deinen Fußsohlen an? Oh, ganz warm und ganz weich. Und das quatscht so. So, weißt du, wenn man mit den Zehen da so reinwühlt, das ist total lustig. Genau. Kitzelt vielleicht der Sand auch ein bisschen? Ja. Ja, ganz bisschen. Oh, das ist total schön. Ja, sag mal, kannst du auch den Sand zwischen deinen Zehen spüren? Zwischen meinen Zähnen? Zehen. Zehen. Ja. Kannst du das spüren so ein bisschen? Ja. Oh, ich nehme den auch noch mal in die Pfoten. So, ganz genau. In die Vorderpfoten. Und das ist ganz warm und ganz weich. Ja. Und das Tolle ist, Manfred, dass du nur einen ganz kleinen Rucksack hast. Ja. Und das ganz leicht Rucksack. Du spürst den kaum. Was habe ich da drin? Da hast du ein wunderschönes Badetuch drin. Ja. Du hast deine Sonnencreme drin. Du hast deinen Hut drin. Ja. Du hast eine Flasche Wasser drin. Ja. Und du weißt, mehr brauchst du gar nicht. Weil du hast heute ein T-Shirt an, dass die Sonne dir nicht wehtun kann. Ja. Und du spürst, dass es ganz, ganz leicht ist. Kein Ballast. Kein was? Keinen Ballast. Das heißt, es ist nichts Schweres, was dich runterzieht. Ganz leicht. Und du fühlst dich vollkommen frei. Ah. Und du weißt, wenn dir irgendetwas fehlen sollte, da brauchst du einfach nur ein bisschen um Hilfe rufen. Annika ist in der Nähe. Ich bin in der Nähe. Und wir kommen dann ganz, ganz schnell und helfen dir. Ja. Und jetzt guckst du dich um und findest den perfekten Platz für dein Handtuch. Ja. Jetzt breitest du dein Handtuch aus. Das lege ich einfach hin, ne? Das legst du einfach hin und du guckst dir nochmal
diese schön verschiedenen Farben, die Streifen auf deinem Handtuch an. Yeah. Weißt du? Das ist rosa, das ist blau, ein bisschen grün und ein schönes Gelb. Und jetzt setzt du dich auf dein Handtuch und guckst in das Meer. Oh, ist das hübsch. Und jetzt merkst du, wie die Wellen durch den ganz leichten Wind ganz automatisch an den Strand plätschern. Und ganz automatisch geht das Wasser auch wieder zurück. Ja. Und es geht wieder hin. Und es geht wieder zurück. Genauso wie dein Atem. Wusste ich doch. Jetzt hingeht und einatmen und zurück ausatmen. Genauso wie die Wellen. Ein und aus. Und du spürst eine Leichtigkeit, eine Ruhe, eine Wärme. Keine Sorgen, nur ein schönes, warmes, angenehmes Gefühl. Und du gehst vollkommen in das Plätschern der Wellen, in dieser warmen Atmosphäre, vollkommen auf.